Jetzt geht es mit dem Quad ein bisschen Wildlife machen. Sie haben erzählt, hier gibt es irgendwie eine Höhle mit jede Menge Fledermäuse drin. Bei Fledermäusen fällt mir direkt mal ein, Fledermäuse kacken. Die scheißen, die kacken nicht nur, die scheißen und Kakerlaken, die da drüber laufen, wie ein Teppich. Und da geht's jetzt hin. Dann ist das Drama ja schon vorprogrammiert. Danke, dass ihr für gute Unterhaltung immer an eure Grenzen geht. Ja. All right. So. Jetzt sind wir da. Scheinbar. Herrlich. So. So mitten im Wald. So, was machen wir jetzt hier? Wie braucht Schuhe, sieht Flipflops an. Ja, aber wir haben doch gewusst, dass wir, ja, dass wir festes Schuhwerk heute brauchen. Ja, aber guck, da hast du ein paar Was ist die grüne Spinne? Ich muss hier weg. Bitte. Ich will dich an. Ich hab keine Mama. Was denn? Das ist ein Stock gewesen. Nein, ich hatte hier was. Das ist ein Stock gewesen. Das ist super. Das ist eine super Idee. Ich würde sagen, Shania und ich, wir haben eine wahnsinnige Spinnenphobie. Stimmt gar nicht, würde ich nicht sagen. Meine Mama, wenn sie eine kleine Spinne sieht, hat sie überhaupt keine Angst. Also sie übertreibt. Julia hat eine richtig starke Phobie von Schlangen. Ja, und Papa auch. Die habe ich auch. Die hat der Robert auch. Schlange ist auch nichts für mich. Also Kakerlaken ist kein Problem. Spinne ist mir eigentlich auch egal, solange es nicht so eine große Tarantel ist. Aber Schlangen, alles mag ich nicht. Überhaupt nicht. Ja. It is not a jungle. Wir sind hier im Wald, meine Güte, Kinder. Mit euch einen Krieg zu gewinnen, das ist auch unmöglich. Mama! Du hast doch Schuhe an. Was ist denn? Hier ist doch nichts. So. Was ist da? Das ist eine Biene. Guck mal, die Frau läuft mit nackten Füßen hier rum. So, machen wir es jetzt hier. Mama, ich sag's dir jetzt im Ernst, ich mach keinen Aufstand wie der Wiener, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es nicht. Was ist denn? Hier ist doch nichts. Ich habe eine grüne Spinne gesehen und ich mach das nicht mit. Seit wann sind denn Spinnen grün? Wir sind, wie heißen die Tauben? Bats? Wie sagt man Bats? Fledermäuse, scheißegal. Da kommen die Stiefel. Mit dem passenden Schuhwerk kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Naja, es bleiben noch die Angreifer aus der Luft. Da ist eine Wespe. Oh. Also die meint, sie ist im Dschungel und sieht überall grüne Spinnen. Die andere schreit, weil ein Ast sie berührt hat. Was? Also das kann halt jetzt nur Katastrophe werden. Oder? Ich weiß auch nicht, warum die so sind. Keine Ahnung. Hier ist doch wirklich nichts Schlimmes. Guck mal. Ah, jetzt ist die dritte. Pass auf! Julia, komm jetzt! Was ist denn jetzt schon wieder? Schlangen. Okay. Nein, Mama, bitte. Ich hab so Angst. Ich muss auch gucken. So, warte, ich habe meine Solche Spinnen auf dich drauf fallen. Nein. Da musst du schnell gehen. Wer schneller geht, fällt auch nicht auf den Kopf. So. Da ist die Höhle. Da sind Spinnen drin. Wie groß sind die Spinnen denn? Okay, ja. Ah, ja, okay, da bin super. Ich aber auch raus. Ja, dann bin ich auch raus. Da sind so große Spinnen drin. Und das hat nicht Shania gesagt, sondern Ja, dann ist jetzt gelaufen. So, da kann man jetzt nicht reingehen. Weil ich gehe auch nicht rein, wenn da solche Spinnen drin sind. Ich habe auch eine Spinnenphobie. Also, das kriege ich nicht auf die Reihe. Fledermäuse gehen ja noch so vielleicht, aber Spinnen, No-Go, da bin ich leider raus. Jetzt geh doch mal da rein. Wieso soll ich denn da drin? Du wolltest ja immer in den Dschungel. Ich? Bist du irgendwas am Essen? Hast du was Essbares gefunden hier? Ja, eine Spinne. Hm, was isst du denn da? Spinne. Gib mir auch mal. Hast du einen Pfeffermünz oder so? Ja. So. Und Fledermäuse, ganz viele Fledermäuse. Außerdem muss man diese Mutproben ja nur machen, damit die anderen was zu essen kriegen. Und ich will nicht, dass die anderen was zu essen kriegen. Shania! Nein, tu es doch nicht! Und die sind nicht gefährlich. Geht doch mal. Stoß dir nicht den Kopf. Okay, kann ich mal hier durch? Danke. Ah, ich habe meine Sonnenbrille vergessen, meine andere. Was, ich sehe überhaupt nichts. Warum? Ja, lass doch den Papa. Mama Mia,
Mama. Ich kann das nicht, weil ich krieg keine Luft. Ich kann auch nicht durch den Tunnel mit dem Auto fahren. Ich würde schon die Höhle besuchen. Ich wollte eigentlich nicht in diese Höhle rein, weil ich gehört habe, dass da so große Spinnen sind. Was ist denn, Shania? Warte, ich komme. Ich muss mit meinem Fuß aufpassen. Ich kann nur langsam gehen. Ich habe dann Sachen auf meinen Füßen krabbeln gefühlt und so. Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen und wollte nur raus. Was ist? Ich hab so Angst. Papa hat mir dann geholfen. Und wir sind dann doch reingegangen. Ich gebe ja zu, man sollte nicht unbedingt auf den Boden leuchten. Was denn? Was ist? Was ist? Was sind all diese Kügelchen auf dem Boden? Was? Was sind all diese Kügelchen auf dem Boden? Können Kakerlaken auf dich auch drauflaufen? Nein, die Kügelchen, das ist Hasenscheiße. Nur, ich glaube, sobald man da drauf tretet, kommt eine Kakerlake. Ich denke, wir hätten großes Licht mitbringen müssen. Wir sehen ja gar nichts. Da hängen die Fledermäuse, da. Guck da oben. Alles voll mit Fledermäusen. Guck mal, hier hat einer seinen Schuh verloren. Die haben sie gegessen gestern Abend. Die hat es nicht mehr geschafft. Die ist nicht mehr aus der Höhle rausgekommen. Guck mal, hier liegt ein Tierknochen da. Seht ihr den? Vom Mammut. Ich bin überhaupt kein Fan von Höhlen und von Tieren. Darum wollte ich einfach nur sicher sein und dass auch mein ganzer Körper gesichert ist. Wer kommt denn da? Ja, so. Was denn? Das sind Knochen. Überall. Ich bin am Ende doch reingegangen, weil Papa drin war und ich wollte meinen Vater beschützen. Weil er auch Angst hatte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. You walk on them. Like that. Flash downwards, I need to see where I'm... There's one here. You can literally step on. Haben wir nicht mehr Licht? Geht noch tiefer? Oh nee. Das Schlimmste war auf den Kakerlaken laufen. Also es war so ein Kakerlakenteppich. Müssen wir drauflaufen. Das war schon ekelhaft. Was denn? It's so nasty, mate. Papa, trag mich, bitte. Runter, Fahrstuhl! Was denn? Runter! Warum schreist du denn schon so? Papa, weil ich fühle mal. Ich krieg einen Herzinfarkt, Papa. Meine linke Arm tut weh. Und ich habe mich wieder zu oft. Oh mein Gott, guck mal, wie dick die ist. Hier läuft eine, da. Guck, du stehst mitten in den Kakerlaken. Sind das nicht Kakerlaken-Eier? Ja, was sind das für Eier? Das ist meine Frage. Da, guck mal, wie groß. Guck mal, die buddeln sich ein, da, die verschwinden. Ah. Guck mal hier, überall. Da, was habt ihr gefunden? Guck mal, die haben was gefunden da, guck. Piratenschatz. Don't. I don't know what it is. Don't run. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. What is it? Eine Schlange. What? Run. Ich habe kein schlechtes Erlebnis gehabt mit Schlangen, aber Schlangen, die kriechen mir zu sehr und machen überhaupt keine Geräusche. Sowas mag ich nicht. Spinnen und Schlangen ist nicht meins. I'm scared of spiders, not snakes. Was macht der? Oh mein Gott. Ja, das ist ein bisschen psycho. Ist echt süß, ne? Ich habe nur Angst vor Spinnen. Hat meine ganze Familie mich verlassen? Papa hat mich verlassen, Julia ist weggelaufen, Davina war auf einmal weg, Mama ist gar nicht mal reingegangen. Also ja, da stand ich dann mit einer Schlange ganz allein. Ich glaube, ich habe genug gesehen. Tapfer, Shania. Wir ziehen den Indiana Jones Hut vor dir. Auch die restlichen Geistens bekommen auch die Chance, sich ihrer Angst zu stellen. Nicht anfassen, Mama. Wieso? Die kann krank sein, nein. Oh, die ist so groß. Boah, hier ist... Guck mal, wie groß die ist. Die ist 2 Meter. Boah, stinkt. Warum stinkt sie so nach Scheiße? Boah, hast du das angepackt, Carmen? So, wir gehen mal schauen, was die Julia macht. Die hat wahnsinnig Panik. Komm, nimm mal das Plastik damit. Davina, nimm das Plastik. Das habe ich eingesammelt. Ich habe Greta ein bisschen geholfen. Denk mir mal, der Kinderberufswunsch, Höhlenforscher, gibt es bei den drei hier nicht. Bei mir auch nicht. Ich meine,
Da muss man mutigere Leute an den Start lassen. Da sind wir nicht für geboren. Ja, Schlangenspinnen und so ist natürlich nicht genau unser Ding. Am Ende des Tages war das ein ganz witziger Ausflug. War mal interessant zu sehen. Jetzt geht's für uns zur Bäckerei. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht jetzt echt in die Dschungelbäckerei. Und da soll es das beste Brot geben. Ich weiß nur nicht, wie es schmeckt und wie es gemacht wird. Lasst euch überraschen. Die Geissens sind auf dem Weg in eine dominikanische Dschungelbäckerei. Was da wohl serviert wird? Eine knusprige Salmonellensemmel vielleicht? Hier ist die Bäckerei, da. Hier kannst du Brot kaufen. Habe ich mir so vorgestellt. Oh, ja, 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 oh Gott. Die laufen auch am Handwerkszeug vorbei. Jungs, das ist aber gefährlich, hier zu laufen, ne? Sag ich euch. Ja. Das ist die französische Bäckerei. Hier kannst du gucken, was es gibt, was du morgen früh essen willst. Geht mal gucken. Ich esse hier gar nichts. Das willst du auch französisches Brot kaufen? Das ist nicht das Brot, das wir jeden Morgen essen. Also du isst doch nur Brot. Ach, guck, die nimmt aber Bottelwasser, das ist schon mal gut. Siehst du, guck, läuft doch. Siehst du, die wischt auch mit Bottelwasser. Okay, dann kauf ein Brot oder zwei. Soll ich Brot kaufen? Oder drei. Oh, das ist aber lecker. Ich esse das aber nicht, Mama. Nicht. Da sind Eier und Milch drin, Leute. Das sind exakt die Sachen, die... Da ist doch kein Eier und Milch drin im Brot. Im Brot immer. Ja, das looks good, ne? Jetzt schauen wir mal, wie Brot gebacken wird. Mehl, Butter, Eier. Ja, Butter Mehl. Ist ja wahrscheinlich schon mal gar nicht. Ja, normal Butter. Nee, wieso? Normalerweise Mehl, Wasser Mehl, und Ei. Ja. Mehl, Wasser, Ei und Olivenöl Mehl, und Salz. Mehl, Wasser, Salz und Ei. Hefe oder sowas. Kommt drauf an, welches Ende. Brot du machst. Kein Ei. Dann guck doch du kannst jetzt auch Buttermilchbrot hier. Machen, dann kommt Buttermilch rein. Ja. Jetzt guck doch, was sie machen, dann siehst du es doch. Kannst das Rezept dir merken? Ja, die Geissens reisen ja nicht um die Welt, um sich alles Mögliche nur anzugucken. Die Kinder sollen dabei ja auch was lernen. Das heißt, jetzt ist wieder Unterrichtszeit, kurz vor Mittagessen. Und heute wird Brot gebacken. Jetzt schauen wir mal, wie in solchen Ländern Brot gebacken wird. Ist ja interessant für die Kinder. Lernen sie wenigstens mal was.